Jo Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Und ja Leute, wir machen heute wieder ein kleines Unboxing. Ich glaube, ich hänge zu lange auf Amazon ab, Alter. Und Leute, ihr wisst ja schon, ich habe mir vor 2 Wochen mein Amazon Echo Dot geholt und so. Ich habe ja einen Vlog darüber gemacht. Und jetzt hängt mein Amazon Echo Dot einfach da so in der Ecke. Und da ist einfach so alles mit Kabel voll und so. Ich bin schon über das Kabel gestolpert, Alter. Deswegen habe ich mir gedacht, es muss mal irgendwie anders funktionieren. Deswegen habe ich mir jetzt so eine Wandhalterung geholt für mein Amazon Echo Dot. Ich kann es euch gleich auf jeden Fall schon mal zeigen. Und ich benutze ja dieses Amazon Echo Dot jetzt schon seit 2 Wochen. Ich bin echt zufrieden und bin echt geflasht, wie viel damit machen kann. Zum Beispiel ich damit meine Musik immer, trage damit meine Termine ein und so, das ist echt wichtig für mich. Zum Beispiel jetzt, wo ich meine Daily Videos mache, muss ich immer eintragen, was für ein Video ich bringe, an welchen Tag und so. Das kann man dann Alexa immer sagen, oder wenn ich jetzt Musik machen will, kann ich zum Beispiel sagen, Alexa, spiel Benzema vom Capital Bra ab. Benzema von Capital Bra von Spotify. Alexa, stopp. Ich habe jetzt keinen Bock hier auf Copyright-Musik, Alter. Aber ich bin echt zufrieden mit Alexa und ich freue mich auch, dass es so gut funktioniert. Die versteht mich halt immer, Alter. Alexa, stimmt das? Du verstehst mich doch immer, oder? Ja, cool, dass du genau in dem Moment nicht angehst. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir jetzt hier diese Wandhalterung geholt. Die sieht echt nice aus. Okay, ich sehe es noch verpackt. Aber hier mit Amazon Prime, Alter. Ich bin richtig cool. Ich mache das Ganze mal auf. Ich wundere mich aber, warum die so eine Tüte gebracht haben. Warum haben die nicht so eine Box gebracht, wie immer? Kann ich das einfach hier von oben aufmachen oder so? Ey, die wollen mich auch richtig verarschen. Ich war schon richtig überfordert mit dieser Box. Jetzt ist irgendwie so eine Tüte, die ich irgendwie aufreißen muss. Oder ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll. Okay, ich mach das Ganze mal auf. Hier steht schon mal, hier öffnen. Das machen wir einfach mal. Oh. Oh. Guck jetzt hier. ASMR mit Jan. Ja, eigentlich war das nicht so ASMR. Wir greifen mal jetzt in die Tüte rein und was sehen wir? Ah, nochmal verpackt, super. Und wir holen jetzt hier aus dieser zweiten Tüte raus. Oh, das sieht echt nice aus, Alter. Das ist so eine Wandhalterung halt. Hier kann man sehen, da steckt man das halt dann so rein. Dann geht halt hier das Kabel entlang so, dann sieht man die Kabel nicht mehr. Wir probieren gleich mal das Ganze aus. Hier ist auch noch irgendwas drin oder so, ein Bild. Aber okay, das zeigt nochmal, wie man es macht oder so. Das war kritisch. Grüße gehen raus an meine Armstärke. Ich hole mal kurz das Amazon Echo. Für die Leute, die nicht wissen, was ich mit Amazon Echo meine oder die den Vlog nicht gesehen haben, wo ich das ausgepackt habe, so sieht das Ganze aus. Das reagiert halt so auf meine Stimme und so, wenn ich irgendwas frage. Wir gehen mal da an die Wand, da wo die Steckdose ist, dann probieren wir das Ganze mal aus. Ja gut, habe ich gerade die Kamera fallen gelassen und ist die gerade ausgegangen. Ich weiß noch nicht, ob so gut die Kamera ist, aber die funktioniert anscheinend auch. Ich habe mich jetzt hier mal an die Wand gestellt, weil hier habe ich meine Steckdose, Alter, meine einzige. Und wir nehmen jetzt hier mal das Amazon Echo oder erstmal diese Halterung da und machen die mal erstmal hier dran. Ja gut, das geht erstmal schlecht ohne Steckdose. Wir nehmen erstmal hier das Ding und checken das mal in die Steckdose rein. Bitte explodier nicht oder sowas. So, okay, das Ding hängt schon mal. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Wie mache ich das jetzt am besten? Wie ist das gedacht, Alter? Das muss ja jetzt irgendwie so an die Wand oder so. Genau so. Und dann weiß ich auch nicht mehr weiter, Alter. Das war alles. Oh Gott. Jetzt hängt das da drin. Super Ding, Alter. Vielleicht mache ich erstmal das Kabel durch. Ich weiß ja nicht, wie das gedacht ist mit dem Kabelmanagement. Ah, das ist sogar schlau. Oh, das ist mega schlau, Alter. Guck mal, seht ihr dieses Ding da hinten? Da muss man halt dann das Kabel so außen drum herum ziehen. Boah, man merkt schon an sowas, wie gut ich im Vloggen bin, Alter. So, ziehen wir nochmal drum und nochmal drum. Ich drehe erstmal hier weiter noch rum. Gucken, wie oft ich das drehen muss. Ich glaube, so passt das genau perfekt. Dann machen wir das nämlich hier durch. War richtig cringe, wie ich hier meine Selbstgespräche führe, Alter. Oh Gott. Okay, wir stecken das jetzt mal hier in die Wand ein. Und ja, okay, wow. Da hängt ja noch kein Amazon Echo dort. Aber so sieht das bis jetzt aus. Sieht ganz okay aus. Man sieht das Kabel nicht so krass wie früher. Jetzt stecken wir hier mal hier das Amazon Echo dort Teil Ding dran. Ohne, dass ich hier irgendwas kaputt mache. Stecken wir das mal erstmal hier ran. So. So. Oh, es leuchtet. Warte. Oh. Okay. Hängst du drin? Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Ich habe es gerade echt mit Gewalt reingedrückt. Okay, ich lasse das Ding sich erstmal booten, aber irgendwie hängt das hier nicht so sicher drin. Komm, das kann man hier einfach so rausklappen, Alter. Ich habe echt Angst damit. Könnt ihr einfach mal fragen? Vielleicht klappt es ja jetzt. Alexa, erzähl mir einen Witz. In Hamburg, St. Pauli. Boah, ist das so laut. Also dieses Amazon Echo Dot ist ein bisschen zu laut eingestellt. Alexa, Lautstärke 3. Alexa, spiel Hey Mr. Weihnachtsmann von Oscar über Spotify ab. Hey Mr. Weihnachtsmann von Peter Po von Spotify. Ja. Klappt ja schon mal gut, Alter. Hätte ich nicht erwartet, Alter. Also ich glaube nicht, dass Oscar mich dafür claimen wird, dass es hier im Hintergrund läuft, aber passt. Alexa, stopp.
Aber okay, Leute, ich weiß, das war heute ein etwas kürzerer Vlog, aber ich wollte einfach nur dieses Ding da zeigen, weil ich mir wieder bestellt habe auf Amazon, Alter. Aber es ist echt ganz nice, so, weil jetzt sind ja keine Kabel dran und so. Und es sieht echt nice aus eigentlich. Es ist ein bisschen abgedumpft so. Also der Sound ist nicht mehr so krass wie früher, aber ich mache die Alexa so oder so nicht so laut, deswegen passt das eigentlich. Aber okay, Leute, würde ich sagen, das war's für ein Video für heute. Wenn es gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Ihr könnt auch gerne die Glocke aktivieren. Schreibt doch gerne in die Kommentare weitere Sachen, die ich mir auf Amazon bestellen kann. Vielleicht gibt es da irgendwas Cooles, Günstiges. Am besten etwas, was nicht über 10 Euro kostet, Alter. Ich habe nicht so viel YouTube-Money. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao.